Hallo liebe Videospielfreunde, hier ist wieder euer Andi von Retro Video Game Reviews und ich begrüße euch zu einer neuen Let's Play Nintendo 64 Episode. Und heute, ihr seht es hier, einen Klassiker spielen wir heute, nämlich F-Zero X fürs N64 natürlich. Hier haben wir schon ein kleines Intro, schön rockiger Soundtrack, pfeilschnelles Gameplay, nette Grafik will man hier sagen, nichts Weltbewegendes, aber hey, 30 Gleiter gleichzeitig, einfach der Wahnsinn. So, wir starten das Rennspiel und sind hier sofort im Hauptmenü. Wir können ja den Grand Prix fahren, Zeit fahren. Death Race ist recht geil, da fährt man halt gegen die 29 anderen Kontrahenten und muss diese von der Strecke schubsen. Versus Play kann ich nicht auswählen. Versus Play ist natürlich nur verfügbar, wenn man mit mehr als einem Spieler an der Konsole sitzt. Das habe ich gerade nicht. Practice, klar, da kann man ein bisschen die Steuerung üben und wir gehen jetzt mal in die Optionen und gucken uns hier die Optionen an. Ist aber alles soweit okay, also gehen wir auch wieder raus und starten mal einfach einen Grand Prix. So, fangen wir mal ganz vorne an im F-Zero Jack Cup. So, Mute City ist das erste, der erste Track, den wir fahren. Hier seht ihr auch schon die Gleiterauswahl. Ja, 30 Gleiter gibt es in dem Spiel. Anfangs sind euch nur 6 verfügbar. Die anderen müsst ihr alle freischalten, indem ihr halt die Grand Prix gewinnt. Ich fahre jetzt einfach mal mit dem Klassiker, nämlich mit dem Blue Falcon. Und hier können wir noch ein bisschen was an den Einstellungen verändern. Aber so wie es war auf Mitte, war das schon ganz gut. So, perfekt. Also, das erste Rennen im ersten Grand Prix in Mute City. So. Ach, einfach ein geiles Gefühl, dieses Spiel wieder zu zocken. Ein N64-Juwel, das auch in der heutigen Zeit, 2014, unfassbar viel Spaß macht, weil es einfach so mega gut ist. Ihr steuert den Gleiter ganz normal mit dem Analogstick, mit A gebt ihr Gas und mit Z und mit R könnt ihr euch nochmal so schön in die Kurven legen, um dann zum Beispiel auch enge Kurven zu fahren. Und ich war damals so geflasht von F-Zero X, das glaubt ihr mir gar nicht. 30 Gleiter auf einem Kurs, das war der Hammer. Und auch dieses Death Race habe ich damals unglaublich gerne gespielt, wo man versuchen musste, seine Kontrahenten rauszuschubsen. Einfach nur mega geil. F-Zero X erschien, wenn wir mal ein bisschen so über die Geschichte des Spiels reden, F-Zero X erschien bei uns im November 98 und wir Europäer haben das Spiel natürlich immer zuletzt bekommen. Ist ja auch klar, zuerst in Japan im Juli. Amerikaner haben es im September bekommen und dann wir 2 Monate später. Und ein Jahr später, 1999, bekamen wir in Europa sogar die Player's Choice Version nochmal. Also kennt ihr die? Das gleiche Spiel, nur halt in einer schönen silbrigen OVP. So, und jetzt muss ich hier mal ein bisschen aufholen. Ich muss aber wohl aufpassen, weil sobald man den Boost benutzt, geht die Energie, die man oben rechts sieht, natürlich zur Neige. Das hat den Nachteil, dass wenn man irgendwo an einen Kontrahenten klatscht oder an die Bande gerät, dass man dann auch in Luft aufgeht. So, aber noch sieht es gut aus. Ich habe auf diesen Feldern die Energie gerade getankt und muss jetzt hier zusehen, dass ich ein bisschen voran mache. Und hier auch als erster ins Ziel komme. Müsste aber noch machbar sein. So, durchgespielt habe ich F-Zero X damals nie. War mir immer zu schwer. Ich habe sehr viel Spaß damit gehabt. Ich habe es auch sehr gerne Multiplayer gezockt, aber ich habe es nie geschafft. Gilt übrigens auch für F-Zero GX, was dann auf dem Nintendo GameCube erschien. Viel zu schwer. So. Okay, das erste Rennen ist geschafft. Es spielt sich unfassbar geschmeidig, immer noch. Das ist echt der Hammer. Super konstant. Ich glaube, F-Zero X läuft auf dem N64 auch in sagenhaften 60 Frames per Second. So, zweite Strecke, Silence. Wir bleiben mit Captain Falcon also am Ball. Um natürlich die 60 Frames per Second zu erreichen, haben die Entwickler sich bei der Grafik nur aufs Mindeste beschränkt. Also so ein Star Wars Episode 1 Racer oder Wipeout sehen da schon besser aus. Spielen sich aber natürlich da nicht ganz so schick und haben natürlich auch nicht ganz so viele Kontrahenten gleichzeitig auf der Piste. Wenn ihr also einfach mal auf die Streckenbegrenzungen achtet, die sehen ja extrem dürftig aus und
Das ist aber tatsächlich damals von den Entwicklern mit Absicht gewählt worden, um das Spiel so butterweich darzustellen, wie es letztendlich auch ist. Haben sich andere Spiele damals anders vorgestellt. Die haben dann doch ein bisschen mehr optischen Leckerbissen in die Streckenbegrenzungen und in die Umgebungen und so weiter gepackt und ja, haben dann in Kauf genommen, dass das Gameplay nicht ganz so flüssig läuft. Da haben die Jungs bei Nintendo sich zum Glück anders entschieden, weil ich finde, dass bei einem Spiel wie F-Zero oder vor allem bei Rennspielen an sich muss einfach das Gameplay stimmen. Da kann man nicht mit 20 Frames per Second rumgurken. Und deshalb schon eine gute Wahl von den Entwicklern, unterstütze ich auch, dass man da gesagt hat, so gut, dann sparen wir uns halt einfach die optische Pracht und gehen dann komplett auf den Gamespeed. So. Ich habe es damals, wie bei vielen anderen Spielen zu der Zeit, nicht zum Release gespielt. Ne? Man ist ja auch irgendwann noch klein gewesen und jung und Schüler und hat einfach nicht die Kohle, um sich jedes Spiel gleich zum Start zu kaufen. So, und ich verpasse hier gerade die Beschleunigungspfeile, das nervt. Jedenfalls habe ich F-Zero X dann weitaus später gespielt. Aber ich fand es sofort geil. Ich habe natürlich die ganzen Tests und Screenshots und Vorschauen gelesen und gesehen, die in den Magazinen zu sehen waren. Allen voran natürlich in der Endzone. Und dass das Spiel halt damals auch extrem gut bewertet wurde. Durchschnittswertung ist, glaube ich, bei 86% und das ist schon viel. So, also zweite Strecke habe ich jetzt auch hinbekommen. Als erster Captain Falcon immer noch an der Spitze. So. Sega hat dem Ganzen natürlich dann auf dem Nintendo GameCube noch eins draufgesetzt und mit F-Zero GX einen optisch sowie spielerischen Leckerbissen geschaffen, mit Story-Modus, mit geilen Sequenzen, super Grafik diesmal und auch Streckenbegrenzungen, die unfassbar schön geworden sind. Allein diese Lightning-Strecke auf dem GameCube, wo die Blitze alle einschlagen und dann noch immer das butterweiche Gameplay hinbekommen, also eine Meisterleistung vom Sega-Team damals. Leider ist es seitdem auch recht still um F-Zero geworden, zumindest auf den stationären Konsolen, auf dem GBA erschienen ja noch ein paar. Aber selbst da haben wir dann das dritte F-Zero nicht mehr hierzulande bekommen, sondern F-Zero Climax hieß es, glaube ich, erschien nur noch in Japan, was sehr, sehr schade war. Vor allem, weil ja auch F-Zero Climax einen richtig guten Story-Modus haben sollte und dieser war angelehnt an den F-Zero Anime, der aber auch hier leider nur in Japan zu sehen war. Unfassbar schade, hätte ich super gerne geguckt als Anime-Fan. Ich weiß gar nicht, ob man den sich irgendwo angucken kann mit übersetzten Untertiteln, keine Ahnung, mit englischen Untertiteln, das wäre doch schon mal was. Habt ihr den F-Zero Anime gesehen? Würde mich mal interessieren, könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Und viel wichtiger natürlich, habt ihr damals F-Zero von Start auf genossen oder habt ihr es so wie ich damals erst später bekommen? Und habt ihr es überhaupt gespielt? Das ist ja die Frage, die man zuerst klären sollte. Wer kennt F-Zero X? Ich denke mal, die meisten werden es von euch kennen. Das Spiel ist einfach eins, was man gespielt haben sollte mittlerweile. Ob man jetzt Nintendo-Kind ist oder nicht, das ist eigentlich schleierhaft. Und natürlich hat Sony Wipeout gehabt. Und das war ja auch natürlich so der größte Konkurrent von F-Zero. Aber so gerne ich Wipeout auch gespielt habe, ich habe F-Zero immer lieber gehabt. Ich weiß auch nicht, einfach besser. Ich konnte mich mit den Charakteren identifizieren, ich fand die Strecken besser, die Gleiter besser und so weiter und so fort. Obwohl ich auch dazu sagen muss, fast so viel wie F-Zero habe ich auf dem N64 auch Extreme G1 gespielt. So, drittes Rennen auch erledigt. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie viele Rennen es pro Cup gibt, aber wir fahren den ersten Cup auf jeden Fall mal zu Ende. Eins kommt, glaube ich, auf jeden Fall noch. So, vier, genau, Devil's Forest. Das spielen wir noch. Ich weiß nicht, ob man da noch einen fünften Track fahren muss, keine Ahnung, aber wir schauen einfach mal. So, blöd ist, dass man immer auf dem 30. Platz startet, obwohl ich jetzt vorhin Erster geworden bin, muss ich also wieder vom Ende des Starterfeldes anfangen. Das ist ein bisschen blöd. Und hier muss man aufpassen, denn diese Felder, die ihr gerade gesehen habt, links, die bremsen. Also auch da sind dann die Strecken mit Hindernissen gespickt. Ob das jetzt hier ist, etwas ist, das euch bremst, oder später gibt es auch Eis.
Da kommt man dann super schnell ins Rutschen, was nicht ganz so cool ist natürlich, vor allem wenn man beschleunigt. Da muss man schon aufpassen, das sind dann so die kleinen Tweets, die dann das Spielgeschehen ein bisschen aufwerten. Und wie immer gilt, man muss natürlich aufpassen, wie man seinen Boost einsetzt und dass man nicht so oft an Feinde oder die Bande klatscht. Den Soundtrack von F-Zero X finde ich übrigens großartig. Dieses Rockige passt perfekt zum Spiel. Und ich finde ihn immer noch besser als den von GX. GX ging ja mehr so in dieses Dance-Trance-mäßige. Aber ich finde einfach, dieses Rockige passt zu F-Zero einfach besser. Meine Meinung. So. Schlau ist ja auch immer dann zu boosten, wenn man über diese Aufladefelder fährt. So. Übrigens ist das auch schon das letzte Spiel mit dem Anfangsbuchstaben F im PAL-Alphabet. Also so schnell geht es eigentlich. Wir sind nächste Folge schon bei G. Und ja, am Donnerstag spiele ich dann für euch Gasp. Das ist ein recht gutes Kampfspiel, wie ich finde. Ich hatte damals extrem viel Spaß mit gehabt, weil es einfach etwas geboten hat zu der Zeit, was ich nicht gekannt hatte früher. Und zwar konnte man sich bei Gasp einen eigenen Charakter basteln und diesen dann durch Kämpfe auch aufwerten. Das sage ich euch aber alles am Donnerstag. Schaltet also gerne ein. So, auch das wäre geschafft. 1 Minute 49 bin ich jetzt den ganzen Track gefahren. Also recht kurz das Ganze. Umso besser. So, immer noch Erster, 400 Punkte habe ich jetzt. Mal gucken, ob es das gewesen ist. Ne, nochmal. Also ein Track kommt noch, die Big Blue. Die fahre ich euch noch, die zeige ich euch noch. Ich glaube, dann ist es aber auch gewesen und wir können uns die Siegerehrung angucken. So. Übrigens, also bei mir ist es so, dass ich die Konsolen-F-Zeros viel, viel lieber gespielt habe als die Handheld-F-Zeros. Ich habe die beiden GBA-F-Zeros hier. F-Zero Grand Prix Legends und F-Zero Maximum Velocity, glaube ich, war es. Und ich fand beide nett. Ich fand es gut, dass die wieder stilistisch und gameplay-technisch so auf Ebene oder auf Niveau des ersten Teils waren. Also so schön 2D mit schönen Strecken und allem. Aber ich weiß nicht, ich konnte mit den Handheld F-Zeros nie wirklich viel anfangen. Für mich war F-Zero immer eine Reihe. Eine Serie, die ich gerne auf einem großen Fernseher gespielt habe, mit schöner Musik. Und das war bei den GBA F-Zeros jetzt nicht. Ich weiß nicht, ich habe es jetzt noch nicht mit dem Game Boy Player gezockt. Vielleicht macht das ja auch den entscheidenden Unterschied. Aber sonst bin ich immer so das Konsolenkind gewesen. Das liegt aber jetzt nicht an dem Zero an sich, sondern auch an vielen anderen Spielen. Oder einfach auch an der Tatsache, dass ich damals und so wie heute viel lieber an Konsolen spiele als an Handhelds. Ich habe zwar viele, viele Handhelds hier, doch viele, viele Spiele auf Handhelds durchgespielt. Mittlerweile zocke ich ja das neue Tales of Hearts für die Vita. Aber ich weiß nicht, ich bin und bleibe wahrscheinlich Konsolenkind. Auch wenn ich so wahrscheinlich unglaublich viele Handheld-Spiele verpasse. So, und das sieht gerade nicht so ganz gut für mich aus. Jetzt kommt die letzte Runde und ich bin Vierter. Das muss man hier ändern, aber echt. So, ich spare mir jetzt noch ein bisschen Boost auf und beschleunige dann, wenn es so zum Ende hingeht nochmal. Das müsste eigentlich dann noch hinhauen. Hier bei Big Blue muss man auch aufpassen, dass man nicht zu sehr beschleunigt mit dem Boost an sich, weil es dann passieren kann, dass man rausfliegt und das wäre dann nicht ganz so cool. So, da klingelt es bei uns an der Tür. Aber meine Frau ist jetzt zu Hause. Und jetzt schön boosten und als Erster ans Ziel kommen, das wäre mal was. Jawohl, sieht gut aus und Erster geworden, perfekt. So. 2 Minuten und 7 bin ich jetzt gefahren. Also ich liebe Big Blue, die ist auf dem N64 klasse. So, 500 Punkte habe ich jetzt gesammelt. Und das müsste es gewesen sein. Ne, noch einer, Port Town. Egal, ich will das jetzt auch nicht zu lange halten. Port Town zeige ich euch noch so ein bisschen den Anfang von und dann ist es auch gut. Sonst wird das Video auch zu lang, das wäre auch scheiße. Diskutiert mit über F-Zero, habt ihr es gezockt? Ja, nein, wenn nicht, wieso? Und dann sehen wir uns spätestens am Donnerstag wieder mit einer neuen Let's Play Nintendo 64 Folge und dann mit dem Kampfspiel Gasp. Das war's an dieser Stelle von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Video. Ich verabschiede mich von euch. An dieser Stelle wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Zocken. Adios und bye bye.
Ja, Leute, das war also mein Video zu F-Zero X auf dem N64. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, könnt ihr gerne auf die beiden Videos klicken. Das eine ist die letzte Let's Play Nintendo 64-Folge und das andere ist mein Konsolen- und Games-Check zum Action Arcade 2-System. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Würde mich freuen. An dieser Stelle aber viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Adios und bye bye.